So Leute, ja, wir haben Samstag, 23. Juli 2016 und zwar gestern gab es ja den Amoklauf, ihr könnt es unten lesen, München, Hinweise auf Amoklauf. Und ja, ich setze mal die Kamera ab und will mal mit euch ganz kurz darüber reden. Was heißt ganz kurz, das Video wird vielleicht 10, 15 Minuten lang, aber es ist wichtig, dass ihr von Anfang bis Ende dran bleibt. Und zwar, wie ihr anhand meiner Überschrift gesehen habt, waren da so ein paar Schlagwörter, mit denen ihr nichts anfangen könnt. Und ihr denkt euch, was hat ein Zwitter mit einem Amoklauf in München zu tun? Oder eine Intersexuelle, wie auch immer. Bitte gut zuhören. Es könnte eventuell hilfreich sein. Für alle von uns. Und zwar, ich muss euch dazu sagen, jetzt kommt noch Pollenallergie und Allergie dazu. Und dann, was will er denn jetzt? Hört bitte gut zu. Ich habe mein Leben lang nichts mit Allergien zu tun gehabt. Ja, ich war immer allergiefrei. Bis vor ein, zwei Jahren ungefähr fing es an, dass ich immer so circa Anfang Juni, also sechster Monat, so genau, also Ende Mai, Anfang Juni fängt das jetzt schon seit ein, zwei Jahren so an, dass mir die Augen richtig brennen, diese Pollenallergie, und knallrot werden, und zwar so krass brennen, dass ich teilweise nicht mal mehr essen, trainieren kann oder einfach meinen Alltag erledigen kann. Und ich wusste nicht so genau, was ich machen soll, und habe jetzt langsam Medikamente dagegen gefunden und so weiter und so fort. Warum erzähle ich euch das? Und zwar war das vor circa 3-4 Wochen in etwa. 2,5, 3, 4 Wochen, so genau kann ich das jetzt nicht mehr sagen. War ich auf einer privaten Hausparty eingeladen von Kollegen von mir, und ich hatte mich so richtig drauf gefreut, ne, so, und waren viele Leute eingeladen, so, eigentlich war ich so drauf gefasst, einen richtig schönen Abend zu haben mit vielen Leuten, lachen und Leute kennenlernen, und ihr wisst schon. Und da am besagten, das war ein Wochenende, ich glaube Freitag oder Samstag irgendwie so, meine ich wohl, ja, und dann fing diese Pollenallergie richtig krass an zu wirken, und ich habe keine Bilder davon, ich habe nur ein Video davon, wo ich schon fast geheilt bin, und zwar werden meine Augen so krass rot und so, die gehen teilweise zu, sind richtig am Eitern, also richtig ekelhaft so, und Schmerzen, und ich seh dann aus wie so eine Leiche, wie so ein Zombie. Total krass so, ne? Und wie gesagt, ich hatte mich drauf, und ich bin auch so, selbst wenn ich in die Stadt gehe alleine oder so, hier in Düsseldorf oder so, ich bin immer so cool drauf, ich komme immer mit Leuten ins Gespräch, beziehungsweise die sprechen mich auch an, teilweise wegen den YouTube-Videos oder überhaupt auch mit Mädels oder so, ich bin irgendwie da so offen, ich komme mit den Leuten sehr cool ins Gespräch, selbst wenn ich alleine in die Stadt gehe, ich lerne immer jeden Abend 5 bis 10 neue Leute kennen. Und zwar richtig intensiv. Und am besagten Abend ging gar nichts mehr. Ich hatte irgendwie tagelang schlecht gegessen, schlecht geschlafen, nicht trainiert. Mir ging's einfach nur elendig. So weit, so gut. Ich will jetzt das nicht in die Länge ziehen. Also mir ging's einfach nur beschissen hoch 200.000. Und ja, dann laufe ich so durch die Stadt, weil ich wollte mir ein bisschen frische Luft holen, so. Mir war klar, an dem Abend so Leute kennenlernen wird nichts und Spaß haben sowieso nicht, und die Party von meinen Kollegen konnte ich auch vergessen, weil da kannst du so nicht auftauchen mit den Augen, so, ne? Und lauf da so in der Düsseldorfer Altstadt, und zwar ist das in der Nähe von den Treppen, Burgplatz, so in der Nähe irgendwo. Läuft auf einmal so eine Frau, so ein Mädchen vor mir, kurvig, sah von hinten, also vor mir ist sie gelaufen, also ich habe sie von hinten gesehen, kurvig, schön, so mittellange Haare und so, und lief total so weiblich und hohe Schuhe und so. Ich mal kurz angesprochen, so, ich so, Entschuldigung, ich wollte, keine Ahnung, einfach nach Taschentuch fragen oder wie auch immer, weil meine Augen so gebrannt haben. Und dann dreht die sich um, war alles cool, und dann sage ich so, ja, Entschuldigung, hast du ein Taschentuch oder so für mich? Irgendwie so, an die genauen Worte kann ich mich nicht mehr erinnern. Und dann hat sie gesagt so, nein, tut mir leid und so, und dann da, direkt so, die Stimme war zwar irgendwie weiblich, aber so ein bisschen tiefer so. Ich so, und dann habe ich mir so ein bisschen so die Figur nochmal angeguckt.
weiblich so unten rum und so, aber so ein bisschen breite Schultern, so minimal, so, ne? Ich so, Entschuldigung, nimm mir das nicht übel, aber bist du eine Frau oder ein Mann? Und die dann direkt, oh Scheiße, hast du es gemerkt und so. Ich so, wie, was habe ich gemerkt? So, ich so, bist du jetzt ein Mann oder eine Frau und so? Und die so, ja, eine Frau und so. Ich so, aber deine Stimme und so. Ich so, ja, ich so, ja, erzähl doch mal und so, ne? Ich so, ja, willst du das wirklich wissen und so? Und die hat die, also man hat gemerkt, die hat versucht, auch so eine helle Stimme zu machen. Und ich war eh so am Arsch, nichts zu tun und keine Ahnung, ich so, komm, erzähl mal und so, ne? Und dann hat die sich irgendwo hingesetzt, die hatte auch so ein langes Kleid an und so. Und dann haben wir uns so hingesetzt, meint sie, ja, das ist aber eine lange Story und so, ne? Ich so, ey, komm, ich hab heute eh viel Zeit, erzähl mal, was ist denn los und so, ne? Und dann hab ich ja auch direkt gesagt, ich so, hör mal zu, ich nehm keine Drogen oder so, ich bin jetzt nicht heroinsüchtig oder kokainsüchtig, meine Augen und so, also das ist Pollenallergie, jetzt nicht, dass du dich wunderst, das ist auch nicht ansteckend, das ist einfach nur eine Allergie. So, nee, nee, ist alles gut und so, sagt die so. Ich so, ja, okay, dann erzähl mal. Die ist aber wirklich lang, die Story. Ich so, jetzt komm, leg mal los und so, ne? Die so, ja, also, ich bin eine Frau, körperlich, also gebaut wie eine Frau, aber da ist irgendwie was mit meiner Genetik. Ich so, hä? Die so, ja, ich bin intersexuell. Ich so, wie, bist du Transvestit oder bist du schwul oder kleidest du dich irgendwie als... Die so, nein, 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 nein. Ich so, wie jetzt und so. Ich hatte das schon mal gehört, intersexuell. Und die hat das Wort Twitter nicht benutzt, extra anscheinend. Ich so, was ist denn jetzt intersexuell? Die so, ja, also ich bin jetzt so körperlich als Frau, also ich habe eine Vagina und aber... Ich habe so ein bisschen männliche Genetik und ein bisschen zu viele männliche Hormone. Ich so, hä? Die so, und dann hat die mir das so ein bisschen versucht zu erklären. Ich so, ey, weißt du was? Ich gucke mir zu Hause mal auf YouTube mal an, was intersexuell ist. Und die war auch die ganze Zeit so total nervös. Und dann hat die so ein, vom McDonald's so einen Hamburger ausgepackt und angefangen so ein bisschen zu essen und so. Die so, ja, ich habe voll Hunger, aber ich will das nicht essen. Ich so, hä, wie jetzt? Und so, du hast doch Hunger, dann ess doch und so. Und dann beim Essen sehe ich ihre kompletten Arme so aufgeschlitzt, so vom Messern und so, ne? Ich so, was ist denn mit deinem Arm und so? Die so, ja, Entschuldigung und so. Die war auch die ganze Zeit so nervös und so. Ich so, was machst du denn? Warum schlitzt du dich denn und so? So, ja, das ist halt schwierig so. Und dann hat die mir die ganze Zeit versucht zu erklären. Die so, ja, guck mal, ich habe eine Vagina, zu viele männliche Hormone, bisschen. Und deswegen wurde ich so, aber jetzt kriege ich seit ein paar Jahren weibliche Hormone. Ich so, ja, aber du hast dich nicht umoperieren lassen oder irgendwie so von Mann zu Frau oder so. Und die so, nein, 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 ich bin so wie eine Frau geboren mit Vagina ganz normal. Aber ich habe ein bisschen zu viele Hormone und so. Lange Rede, kurzer Sinn, ein bisschen hat die mir das erklärt. Ich erkläre euch gleich mal, was das Ganze soll. Und wisst ihr so, ich war so voll, jetzt komme ich zu dem Thema, so, warum ich euch das überhaupt erzähle. So. Und ich bin durch die Stadt gelaufen, wenn die Leute meine Augen gesehen haben. Erstens, entweder haben die gedacht, ich habe ja auch noch so ein bisschen Bart und so, ne? Die dachten, oh mein Gott, ey, der Typ ist irgend so ein Islamist, Terrorist, voll auf Drogen, der sprengt sich gleich in die Luft oder bringt noch ein paar Leute um. So sah ich echt aus, so. Ich sah aus wie so ein Massenmörder mit den Augen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, Mann. Und ich habe mich so richtig, so keine Ahnung, isoliert gefühlt, kacke gefühlt, scheiße gefühlt und dann fingen die an so ein bisschen zu lachen und so. Ich so, was machst du denn hier? Die so, ja, ich bin gleich verabredet. Ich so, wie? Mit ja, hier übers Mobiltelefon irgendwie, über diese Apps und so, über diese Programme hat die wohl irgendwie so einen Typen kennengelernt oder was. Und ich so, ja, aber weiß der Typ denn so, dass du halt so ein bisschen anders bist und so? Die so, ja, ich hab's dem dann irgendwann erzählt und so und dann hat die mir so ein Foto von dem gezeigt, so. Und ja, und die so, ja, ich bin gleich mit dem verabredet, aber ich bin voll nervös, das ist das erste Mal, dass wir uns sehen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, warum schlitzt du dich denn? Die so, ja, ich werde immer gemobbt und die Leute gucken mich voll schief an und so, dies, das. Ich kann ja nichts dafür, ich bin so auf die Welt gekommen. Das ist so, weißt du, so. Und ich habe jetzt später, wie gesagt, so Dokumentation geguckt, intersexuell Twitter. Und zwar funktioniert das so, pass auf. Wenn du geboren wirst, beziehungsweise wenn du gezeugt wirst beim Akt, du wirst gezeugt und dann bist du ein Embryo. Die ersten, ich kann das jetzt nicht genau sagen, ich werde euch eine Doku sagen, dann könnt ihr euch das genauer angucken. Also, im Anfangsstadium ist ein Embryo zu beidem fähig. Das heißt, du kannst Mann werden oder Frau werden, das steht noch nicht fest. Erst, wenn das ein bisschen voranschreitet, so nach ein paar Wochen irgendwie,
durch hormonelle Einwirkung, entweder von der Mutter oder von deinem Kopf selbst irgendwie so, also nee, von deinem Hypothalamus, diese Hormone im Kopf oder wie auch immer, oder von der Mutter irgendwie Hormoneinwirkung auf jeden Fall, entwickelst du dich entweder zum Mann oder zur Frau. Und zwar, dein Penis entwickelt sich also entweder zum Penis da unten oder er entwickelt sich zum Klitoris, also zum Kitzler, Klitoris und einer Vagina. Und dann gibt's aber so spezielle Fälle, jetzt müsst ihr euch die Doku, ich hab's mir zwei, dreimal angeguckt, aber ich kann's immer noch nicht wiedergeben. Und zwar die Doku heißt Intersexuell, irgendwie Dokumentation, müsst ihr mal auf YouTube eingeben, dann gibt's so zwei, drei verschiedene, müsst ihr mal gucken. Da gibt's so ein Twitter, sieht voll aus wie so ein Vibe, richtig so wie eine Frau. Schmal, groß, blond, sieht einfach aus wie eine geile Frau. Mehr kann man dazu nicht sagen, ist aber ein Zwitter. So, jetzt pass auf. Und dann entwickeln Zwitter oder Intersexuelle und dann im Intimbereich entwickelt sich so eine Vagina und dann aber noch so eine Hoden. Also zum Beispiel statt zwei Hoden haben Zwitter einmal so einen Hoden und dann noch so auf der anderen Seite so ein bisschen so Vagina, was entweder voll ausgereift ist oder irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, leicht verstümmelt oder irgendwie zu eng, wie auch immer. Total komisch. Und das Ding ist, zum Beispiel, da gibt es verschiedene Formen von Zwitter. Und zwar gibt es die eine Vagina haben, aber rein genetisch ein Mann sind. Das heißt, die produzieren männliche Hormone, haben aber eine Vagina. So, und dann werden die teilweise als Kinder so verstümmelt und irgendwie zwangsoperiert. Dann nimmt man denen die Hoden weg, weil die sagen, ja, der hat ja eine Vagina, also braucht er keine Hoden. Dann schneiden die Hoden weg und später stellen die im Erwachsenenalter fest, ey, ich habe zwar eine Vagina, aber ich habe mich... Ja, genau, und die Ärzte sagen den Eltern, ey, sagt dem Kind nicht, dass der ein Zwitter ist. Wir operieren den jetzt. Und dann zieht ihr den Mann, also eigentlich ist er ja genetisch ein Mann, zieht ihr den aber als Frau auf, weil der hat ja auch eine Vagina. Und wenn ihr den als Frau aufzieht, dann merkt er nichts. Und wenn er erwachsen ist, ist alles cool. Ist aber nicht. Die wachsen auf und merken irgendwann in sich, ey, hör mal zu, ich bin keine Frau, ich bin keine richtige Frau. Die haben dann ein bisschen so breitere Schultern teilweise oder wie auch immer. Das ist total kompliziert. Also manche werden sehr weiblich, manche werden sehr männlich, manche sind so ein Halbding, so ein bisschen weiblich, ein bisschen männlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Worauf ich hinaus will, warum ich euch so viel jetzt erzählt habe. Diese Menschen sind von der Natur so gemacht. Die sind nicht umoperiert, die haben sich nicht irgendwann entschieden, ich will jetzt doch kein Mann sein, ich will jetzt eine Frau sein. Die Natur, Gott hat sie so erschaffen. Und ganz egal, was sie machen, die können sich einen Arm ausreißen, die können, was weiß ich, sich aufschlitzen, so wie diese Person, die ich kennengelernt habe. An dieser Situation können die nichts ändern. Und dieser Mensch ist wohl in der Schulzeit und auch so im öffentlichen Leben und im Alltag wird sie gemobbt, ja, ausgegrenzt. Keiner will mit ihr so richtig zu tun haben. Und sie leidet wirklich jeden Tag. Sie hat Selbstzweifel, Selbstmordgedanken, kommt nicht klar, weiß nicht. Und die können auch keine Kinder haben. Ja, die Person, die ich kennengelernt habe, kann keine Kinder haben, weil die hat zwar eine Vagina, aber hat keine Eierstöcke. Ja, verstehst du? Das heißt, sie ist weder Mann noch Frau, die ist gefangen in dieser Zwischenwelt. Jetzt kommt der Punkt, worauf ich hinaus will, was hat das mit dem Amoklauf in München zu tun? Guck mal, es gibt Menschen, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist anders aufgewachsen, jeder Mensch hat irgendwelche kleineren oder mittelgroße oder große Macken. Jeder Mensch, der eine ist zu blond, der andere ist zu dunkel, der andere ist Afrikaner, der andere hat Sommersprossen, der andere hat Pickel, der andere ist Ausländer, der andere ist Deutscher, aber in der Minderheit in der Klasse, weil zu viele Ausländer in seiner Klasse sind. Ey, wenn du willst, du kannst jeden Menschen mobben. Wenn du willst, du kannst jeden Menschen ärgern. Du kannst den aufziehen, du kannst den beschimpfen, du kannst ihn in die Ecke drängen. Ey, aber was bringt dir das? Pass auf, jeder Mensch leidet irgendwie unter dieser Mobbing-Aktion von der Gesellschaft. Ja, der eine, weil er aus Ausländer ist, in manchen Clubs nicht reinkommt, weil er einen Bart trägt, weil er irgendwie Moslem ist, weil er irgendwie ein schwarzer Afrikaner ist, weil er Schlitzaugen hat, weil er irgendwie von mir aus Japaner, Asiate ist oder weil er zu klein ist, zu groß ist, zu dick ist, zu dünn ist, kleinere Brüste hat, größeren, dicken Arsch, kleiner, wie auch immer. Du kannst jeden Menschen auf diesem Planeten aufziehen, mobben und ärgern.
Und ganz besonders bei dieser Person habe ich das gemerkt, die kann nichts dran ändern, verdammt. Ich habe mir so durch, die kann nichts machen. Die kann einfach nichts machen. Die kann sich einen Arm ausreißen, wie gesagt. Die kann sonst was machen. Das ändert sich nicht dran. Sie ist und bleibt ein Zwitter. Intersexuell. So, ich war früher so drauf, als Jugendlicher, und sehr viele, sagen wir mal, und so, weißt du. Und ey, weißt du, was ich mit der gemacht habe? Ich bin mit der durch die Altstadt gelaufen, hab der ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Ich so, hör mal zu. Die war die ganze Zeit nervös. Ich so, hör mal zu, wenn der Typ kommt, sei einfach cool. Du bist doch eine witzige Person. Weil die hat auch die ganze Zeit immer voll gelacht und so. Und ich hab die so ein bisschen unterstützt. Ich so, hör mal zu, du bist doch cool, du bist witzig. Und wenn der Typ gleich kommt, sei einfach du selbst. Die so, ja, aber ich bin nervös. Wie denkt er über mich? Oh mein Gott. Und so, wird er mich... Ich so, ja, aber du hast ihm doch schon gesagt, dass du halt intersexuell Twitter bist und so. Und du siehst ja also so recht weiblich aus und so, das wird schon. Und wie gesagt, und wenn das mit dem nichts wird, dann war das halt der Falsche. Du lernst noch jemanden kennen und so. Und die so, ha, voll gelacht. So, die ist so ein bisschen aus sich rausgegangen, die ist aufgeblüht. Und wisst ihr so, ich habe mit ihr halt ein bisschen gelacht, mich unterhalten. Ich habe für, wie lange haben wir uns unterhalten? So eine Stunde oder zwei irgendwie, so bis der Typ gekommen ist und so, ne? Immer, ich habe die aufgebaut und die hat mit mir gelacht. Und irgendwie, ich hab meine Pollenallergie vergessen so. Und wir haben einfach gelacht. Ich bin mit der ein, zwei Runden gelaufen. Da haben auch ein paar Typen so ein bisschen komisch geguckt. Und worauf ich hinaus will, so, ey, ich bin meiner Sexualität jetzt bewusst. So, ich stehe auf Frauen, ich bin hetero. Kein Problem. Und wenn ich mit einer Intersexuellen rumlaufe, die Twitter ist oder so, dann heißt das nicht, dass ich irgendwie schwul bin oder irgendwie nicht mehr männlich bin oder so. Ich habe mir in dem Moment gesagt, hör mal zu, Akko, du bist ein Mann, du bist hetero, du stehst auf Frauen, alles ist cool und du läufst jetzt mit der Intersexuellen durch die Gegend, die heißt, glaube ich, Chloe aus Düsseldorf. Also, falls die irgendjemand kennenlernt, bitte lasst die in Ruhe. Das ist eine ziemlich coole Person. Und wie gesagt, so, versucht mit der gechillt umzugehen und so weiter und so fort. Überhaupt, wenn ihr Intersexuelle oder sowas kennenlernt. So, worauf ich jetzt hinaus will, jetzt mal zum Ende des Videos, wegen Amoklauf und München. Hör mal zu, wenn man solche Personen ein Leben lang quält, das ist eine Quälerei. Das ist ein Mensch. Ja? Man kann diese Menschen so lange quälen, seelisch, ja, und dann fügen die sich selber Schaden zu, die kriegen, guck mal, die menschliche Seele, ja, das Gehirn, die Seele, die Menschlichkeit geht aus einem Menschen irgendwann raus. Ja, das heißt, dieser Mensch denkt irgendwann, ey, die ganze Welt will mich einfach am liebsten tot haben, ich kann nichts dafür, ich bin so, wie ich bin, ich kann auch nichts dran ändern, verdammte Scheiße, so, ja. So, und dann stell dir vor, du quälst diesen Menschen seelisch, du mobbst ihn, du hast mit dem nichts zu tun, du beschimpfst ihn, jeden Tag erlebt er das, jeden verdammten Tag. Und irgendwann kann es passieren, dass diese Menschen wirklich durchdrehen, wie dieser Amokläufer aus München. Okay, das heißt, wenn ihr Leute mobbt, ein Leben lang ärgert für irgendwas, wofür sie nichts können, der eine, wie gesagt, ist Ausländer, der andere ist Deutscher und in der Minderheit in seiner Klasse, weil viele Ausländer sind, die so, scheiß Kartoffel, scheiß Deutscher oder so, ne? Oder scheiß Ausländer, verpiss dich aus Deutschland, oder du bist ein Afrikaner, Nigger, oder irgendwie beschimpfen den oder so, was auch immer, warum auch immer, Fettsack, oder zu dünn, zu klein, zu groß, zu dick, verstehst du so? Und die, das... kennt ihr den Film Butterfly-Effekt? Ja? Zieht euch bitte alle mal den Film Butterfly-Effekt rein, ja? Es geht darum, dass ein Schmetterlingsschlag einen Taifun auslösen kann. So im Prinzip. Zieht euch mal den Film Butterfly-Effekt rein. Richtig geiler Film. Worauf ich hinaus will. Später hast du ein Kind. Das Kind läuft durch die Stadt in München, in Stuttgart, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, wo auch immer, Frankfurt oder wo auch immer. Ja, und du hast ein Leben lang, sagen wir mal, einen Intersexuellen, einen Twitter, Ausländer oder was auch immer, einen Deutschen, wie auch immer, ja, einen Schwarzafrikaner. Du hast den ein Leben lang gemobbt. Alle anderen haben den auch gemobbt. Ein Leben lang. Er dreht irgendwann durch. Er fühlt sich nicht als Mensch. Er denkt, die Menschheit ist böse. Alle sind schlecht zu mir. Also die Menschheit, die mir ein Leben lang wehgetan hat, ich zahle denen das zurück. Ja, und dann läuft so ein Mensch Amok. Das kann ein Grund sein, verstehst du? So wie dieser Münchner Amokläufer. So, der hat ja anscheinend gesagt, ja, ich wurde ein Leben lang gemobbt, weil ich Hartz-IV-Empfänger war, beziehungsweise dort gelebt habe in so einer Gegend, oder weil ich Ausländer, halber Ausländer, halb Iraner, halb Deutscher, irgendwie so. Man weiß nichts Genaueres, aber worauf ich hinaus will, die Gesellschaft und im Endeffekt du hast nichts davon,
dass du Leute mobbst oder ärgerst oder ein Leben lang quälst, seelisch, körperlich, ob du die schlägst. Der Typ, der Münchner Amokläufer, hat wohl auch anscheinend ein, zweimal ist er von mehreren Leuten geschlagen worden. Die Polizei hat schon so ein bisschen was davon erzählt, dass der auch mal ausgeraubt wurde und so weiter und so fort. Das hat alles, das ist so Bumerang-Effekt, weißt du, so, das kommt irgendwann zurück. Ja, also lasst doch einfach das, beschäftigt euch auch bitte mit der Doku intersexuell, Twitter. Ja, das sind Menschen, wie gesagt, ganz normale Menschen, die haben Gefühle, die haben ein Herz, die haben ein Gehirn, die können ganz normal fühlen. Das sind kein, ey, die wurden früher auf im Zirkus oder auf Jahrmarkt ausgestellt. Die mussten gegen Eintrittsgeld mussten die ihre Beine breit machen, damit die Leute so ihre Genitalien sich angucken. Überleg mal, du kommst auf die Welt und du bist ein Twitter. Was machst du? Die ganze Welt mobbt dich, Alter. Was machst du? Du gehst kaputt. Du gehst kaputt im Kopf. Tut den Menschen einen Gefallen und euch selbst, ja, Mobbing sein lassen. So, das ist nichts Cooles. Du fühlst dich, weißt du, du bist mit so 5 Kollegen unterwegs, ja, du fühlst dich cool, ja, ich hab den gemobbt, ey, ich hab dem voll die Sprüche gedrückt, ja, ich bin voll cool. Nein, du hast Minderwertigkeitskomplexe. Wenn du in der Gruppe irgendjemanden, der jetzt gerade in der Minderheit ist, wenn du den mobbst, ärgerst, beschimpfst, wie auch immer, seelisch quälst, bist du nicht cool. Du hast Komplexe und du versuchst, deine Komplexe wettzumachen, indem du diese Person beleidigst, beschimpfst oder mobbst. Also denk dran, was du tust. Das hat alles eine Auswirkung. Das soll es mal zu dem Thema gewesen sein. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder Richtung Sport geht. Da erkläre ich euch mal ein bisschen was wieder über Steroide und so weiter und so fort. Bis dann.